ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. So, heute spielen wir wieder eine Death Run Map und zwar 150 plus Level Easy Death Run. Es wird angepriesen, dass es XP für den Season Pass gibt. Wir werden uns anschauen, wie hoch sie sind, wie oft es die XP gibt, wie viel, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen, ob es Bonus-XP gibt für, nicht Achievements, für Secrets oder pro abgeschlossene 10, 20, 50 Level. Ob es am Ende der Map nochmal Bonus-XP gibt. Wir werden uns anschauen, wie abwechslungsreich die Map ist, ob sich die Level wiederholen. Ob sie eintönig ist und alle Level gleich sind. Wie schwer die Map ist, werden wir uns anschauen. Ja, was noch? Wir werden uns anschauen, wie farmfroh sie ist. Die Lobby gefällt mir von vornherein überhaupt nicht. Es ist schlicht und ergreifend wie bei jeder Standard-Map. Challenges, komplett Death Run, Travel 1000 Meter, finde ein Hidden irgendwas, bekomme VIP. Ich komme nicht weiter zur Seite, alles klar. Ja, okay. Challenges werden wir sehen, ob wir die abschließen. Reset Timer, nein. Alles andere, save to play again. Okay, XP Information, komplette Death Run, very large XP. Each Level, Medium XP. Okay, also hier wird sogar groß gesagt, es soll für diverse Sachen XP geben. Yo, ich würde sagen, aber den VIP-Room schauen wir uns im Übrigen dann später auch noch an. Ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal meine anderen Videos natürlich. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Zeigt mir, wenn euch diese Maps gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Der ist auch wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und wir legen los. Es gibt XP pro Checkpoint. Alles klärchen. Bis jetzt die Map noch einfach gehalten. Ich hoffe, es bleibt auch so, da die Map als einfach angepriesen wird. So. Oh nein. Hier geht's doch schon los. Ich hasse Deckenfallen. Das wisst ihr ja mittlerweile alle. Apropos, Sprinten ist aktiv. Okay. Haha, das war knapp. Alter, das ist fies. Ich war in der Luft. Und machen wir das halt so. Okay, da ist ein Hidden Schuh. Haben wir jetzt einen übersehen schon? Hidden Schuh 2. Es gibt da für die Secrets tatsächlich XP. Das ist sehr nice. Haben wir jetzt schon einen Schuh übersehen? Bezweifle ich aber. Ja, diese Fallen sind Standard hinter den Wänden. Da macht uns keiner mehr was vor. Aber haben wir jetzt echt schon ein Secret übersehen? So lange spielen wir doch noch gar nicht. Bei wie vielen Leveln sind wir denn gerade? Wird nicht angezeigt, das ist schade. Das ist echt schade, dass das nicht angezeigt wird.
Das feiere ich wiederum auf anderen Maps, dass es angezeigt wird, ah, das ist Checkpoint Nummer 5, das ist Checkpoint Nummer Hidden Show 4. Wir haben schon wieder einen ausgelassen! Oder hat er sich hier einfach nur verschrieben? Okay, das kapiere ich jetzt überhaupt nicht. Jetzt gucke ich halt tatsächlich mal genau überall hin. Schade ist, dass die Secrets hier nicht angezeigt werden wie auf anderen Maps. Auf anderen Maps wird sie angezeigt. Hier leider nicht. Was allerdings auch nicht schlimm ist, da es ja sich hier um Secrets handelt, die gefunden werden sollen. Irgendwie... Alter! Alter, was war das denn? Das kannte ich so ja auch noch nicht, von keiner einzigen Map. Das war sehr interessant. Zumal man einfach nur ab und zu mal springen musste. Ja, gut. Das so mit den Level, mit den Pfeilen an den Wänden, das ist so ein Punkt. Warte mal. Ich dachte, da wäre ein Secret. Ey, was ist denn das? Wie scheiße ist denn das eingestellt? Wenn du da nicht richtig am Rand landest, dann war's das. Das ist ja mies. Aber tatsächlich bis jetzt kein Secret mehr gesehen. Okay, das war weird. Das war gerade echt seltsam mit dem Bug. Wir haben jetzt 2, 4 und 5 gefunden. Wir haben tatsächlich überall einen ausgelassen. Oh, Giftfallen, okay. Ich dachte, hier kommen Spikes. Jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiße. Wir haben tatsächlich Secrets ausgelassen, die wir nicht gefunden haben oder nicht gesehen haben auf die Schnelle. Kommt tatsächlich vor. Ja, wir haben einiges ausgelassen. Aber gut, dafür seid ihr ja jetzt dran. Wenn ihr die Map seht und die euch gefällt, spielt sie selber. Sucht alle Secrets. Ich werde mir die Map bestimmt abspeichern und auch nochmal mit meinen Kindern zusammenspielen, weil wenn man sie tatsächlich... Oder nicht diese Map, aber wenn man gewisse Maps mit Freunden spielt, gibt es mehr XP. Pro Checkpoint und für alles andere tatsächlich. Warte mal. Den nehmen wir mit. Weil XP sind XP. Und wir haben gleich genug für ein Level Up. Das freut mich. Aha. So, ich habe die Falle gerade gesehen. Dann ist hier natürlich auch einer. So. Haha. Okay. Okay, hier oben sieht man natürlich den Weg, wie man rennen muss. Hä? Ah, eine Alpha-Wand, die einen umbringt. Okay. Secret ist keins versteckt. Nö. Hier auch nirgendwo. Und hier auch nicht. Süßchen. Jetzt einmal so. Okay, haben wir gemacht.
Hier ist wieder ein Hidden Schuh. Hier ist nichts. Okay. Naja, wenn wir nicht drauf landen, dann klettern wir halt. Was ist das? Momentchen mal. Hier ist ein Hidden Schuh. Warum lösen die Fallen hier unten einfach gar nicht? Sind die Fallen kaputt? Ihr habt es ja gerade gesehen, die haben überhaupt nicht ausgelöst. Aber wir haben das Level up. Nein! Hinter war eine Falle. So. Verstecktes Secret? Nö. Nö, nö, da ist kein Secret gewesen. Okay, die Deckenfallen gehen ja noch. Die Spikes als Deckenfalle sind ein absoluter Abfuck für mich. Warum hat Fortnite die überhaupt eingeführt? Muss ich mal ehrlich fragen. Leute, wir sind schon durch. Wir sind durch. So, 5000 EP. Nochmal 5000. Okay. Death Run Complete. Zeigt mal her. Finde einen Hidden Schuh. Finde 5. Finde 10. Okay, wir haben alle Secrets gefunden, ne? Wir sind 1000 Meter gelaufen, aber keine 2000. Das ist interessant. So, become a VIP. VIP Death Run. Ach komm, wisst ihr was? Gönnen wir uns. Wie viel XP? 41, okay. Okay, also dieses Gold, muss ich ehrlich sagen, das ist nicht so mein Fall. Da kriegt man Augenkrebs. Sorry, aber das ist ja schlimm. Nein! Ich muss mich sterben lassen. Ich will das, den Checkpoint mitnehmen. So. Ja, hier werden keine Secrets versteckt sein, das wäre auch creepy. So, für das VIP der Fahren gab es auch XP, also es hat sich tatsächlich gelohnt, muss ich sagen. Become VIP habe ich doch gemacht. Oder ist hier noch irgendwo ein Dings? Nö. Wir haben es aber abgeschlossen. Naja, egal. Also, die Map macht Spaß, muss ich sagen. Sie ist sehr, sehr einfach. Das ist schon nicht mal mehr easy. Das ist very easy. XP lohnen sich tatsächlich, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Sie macht Spaß. Der VIP-Room ist tatsächlich hier so nicht wirklich mein Fall, weil... Ja, ist halt... Wie soll ich sagen? Also dieses Gold sagt mir einfach nicht zu. Da kriegt man Augenkrebs. Ansonsten Mapcode in der Videobeschreibung. Schreibt mir eure Mapcodes gerne in die Videokommentare. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Der ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dancer, Killer, Drop, alle.